Servus und guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Ja, passt auf. Heute ist Post gekommen. Sieht man hier und sieht man da. Die ganzen Teile für den Bulldog sind gekommen, beziehungsweise für den Heuwender. Ich habe mir bestellt Folgendes. 4 Reifen mit Schlauch für den Heuwender. Das ist dieses dünne Profil da, oder? Na, das erkennt man jetzt natürlich schlecht. Ja, vielleicht sieht man ein bisschen was. Jedenfalls 4-mal für mein Kreiselheuer. Eine neue Gelenkwelle für ein Kreiselheuer. Die ist zwar relativ massiv ausgelegt, aber dafür geht es immer nicht kaputt. Die alte, die ist das ganze Schutzrohr kaputt und da findet man nichts mehr. Ein paar neue Kreiselheuer zinken. Die neuen Vorderreifen für den KA15. 2-mal. Größe 5,016. Dann habe ich hier in dem Päckchen die Pleuellager, die sind da innen drin, die braucht mein Vater auf der Arbeit. So sieht es aus. In dem Päckchen hier, ja, 2 neue K1 Kugelgelenke unten rein. Die Größen, die wir haben, die hat es nicht gegeben, da hatte ich gleich 2 Stück neu bestellt. Also kommen 2 neue ran, da habe ich dann wieder Ruhe. Masseband und Batterieklemmen, das dürfte wohl für ein IHC gedacht sein. Der springt ein bisschen schlecht an. Da hat er was gesagt, da muss er vorne mal den Gewichteträger runternehmen. Dann ist gekommen eine große Kanister Waschverdünnung fürs Lackieren und Reinigen von den Teilen. Außerdem Hydrauliköl für den Kramer und Getriebeöl für den Kramer. Braucht man alles. Jeweils 20 Liter. Und dann habe ich hier noch einen Karton. Für meinen Schweineauslauf ein Zaungerät. Für den Kramer die Rückleuchten. Die alten waren nicht mehr so schön. Dann habe ich mir überlegt, kaufe ich mir neue. Da kommen jetzt dann solche drauf. Das ist jetzt die ohne Kennzeichenbeleuchtung. Da ist die Bit-Kennzeichenbeleuchtung, da ist dann unten bloß das Fensterle noch drin. Also das wieder für den Kramer. Was bist du? Mein Warnblinkschalter. Der im Kramer, der ist leider kaputt. Da habe ich mir einen neuen Warnblinkschalter dazu bestellt. Haben wir hier. Wie gesagt, das ist die andere Leuchte hinten mit Kennzeichenbeleuchtung. Sieht dann so aus. Also wie gesagt, hier dann unten bloß die Kennzeichenbeleuchtung drin, ganz klar. Nichts Besonderes.
Dann haben wir hier einen neuen Zaunprüfer. Der alte war kaputt, da habe ich mal eine neue bestellt. Dann ist hier mein Kolbensatz. Der ist für den Krame. Kolbensatz komplett. Den braucht dann der Vater auf der Arbeit. Also die neue Büchsen. Und der Kolben sitzt da innen her. Ist wie gesagt das. Ich packe den jetzt mal nicht ganz aus. Wie sowas ausschaut, dürfte ja bekannt sein. Ist ja nichts Besonderes. Wie gesagt, das ist der Büchsen und der Kolben innen her. Das packe ich jetzt nicht extra aus. Das nimmt mein Vater dann eh mit auf die Arbeit. Das sehen wir auch nicht, wie das eingebaut wird. Das Ganze natürlich zweimal. Dann hier meine Litze unten für den Schweinezaun. Da habe ich jetzt 400 Meter drauf. Sollte für meinen Zweck genügen. Isolatoren. Noch mehr Isolatoren. Und noch mehr Isolatoren. Wahrscheinlich zu viele bestellt, aber die kann ich immer noch verarbeiten. Dann haben wir hier die Pleuelschrauben. Das sind Dehnschrauben, dafür wendet man normalerweise nicht die alten wieder, habe ich ja damals schon gesagt. Einmal neu. Dann der Schlauch ist für hinten. Größe 12,4. Das ist der Schlauch vorne. Noch einmal ein Schlauch hinten, noch einmal ein Schlauch vorne. Und das war's. Ja, ist eine ganz schöne Menge gekommen. Dürften so ziemlich jetzt alle Teile sein, die ich benötige. Ja, kostenmäßig natürlich nicht ganz günstig, aber ich sage mal so, wenn der dann fertig ist, der Schlepper, dann habe ich wieder die nächsten 50 Jahre auf jeden Fall Ruhe. Bei guter Pflege geht mir der Motor normalerweise dann nicht mehr kaputt. Und dann passt es. So wie gesagt, da ist schon ein schöner Berg. Wie gesagt, das dahin, das ist sowieso extra bestellt gewesen. Das war für den Heuwender. Und der Teilehaufen da, der ist für den Kramer. Und das da, das ist für meine Zäune. Und da geht es dann heute Nachmittag weiter. Vielleicht. Oder mache ich den Bulldog. Mit Schweine habe ich eigentlich noch länger Zeit. Den Bulldog könnte ich jetzt fertig machen. Da muss ich mal gucken. Ich habe gestern von der Arbeit Zaunpfähle mitgebracht. Holzzaunpfähle, die muss ich dann nochmal einschlagen. Und die Isolatoren reinschrauben. Und die Litze spannen. Netzgerät aufstellen. Aber das ist jetzt nicht so brisant. Das kann ich immer noch machen. Gut, habt ihr das gesehen? Wie es weitergeht, seht ihr dann auch. So Leute, da bin ich wieder. Ich war gerade mein Futter holen, das steht hinten drin. Ich befinde mich jetzt wieder auf dem Heimweg. Ja, heute früh noch freut mir die Teile, die gekommen sind, dass jetzt dann richtig losgehen kann. Der Vater hat sich die Pleuellager, die Kolben und Büchsen und die Pleuelschrauben daheim geholt. Ist naja auf die Arbeit, wollte anfangen, funktioniert aber nicht, hat er gleich gesagt. Kannst du wieder langsamer tun. Die Pleuellager sind leider die falschen. Meine, die ich drinnen habe im Bulldog, die haben den Kragen oben dran, dass sie nicht verrutschen können auf der Kurbelwelle. Und die, die gekommen sind, die haben leider diesen Kragen nicht. Ja, jetzt hat er dann bei Granit angerufen, hat er nachgefragt, weil das ja speziell für den Motor die Lage sein sollten, dann sagen die von Granit, ja, die gibt es nur noch ohne Kragen, mit Kragen gibt es die schon seit einigen Jahren nicht mehr, sind nicht mehr zu bekommen. Blöd gelaufen. Ja, da hat er gesagt, der ist aber blöd, wenn du so alten Bulldog hast, du musst ja wieder irgendwie richten können, musst nach Alternativen gehen.
Ja, die gibt es tatsächlich. Es gibt wohl vom MWM AKD 311 passende Bläulager. Aber es ist das große Problem. Da kostet ein Lager 500 Euro. Da hätten es zwar welche, aber da kostet eins 500 Euro. Und ganz ehrlich, 500 Euro für ein Lager, ich brauche zwei, ist mir doch zu viel. Also einen Geldscheißer habe ich beim besten Willen nicht. Das kann ich nicht machen, auf keinen Fall. Das geht nicht. Ja. Das ist die große Überlegung, was macht man. Da hat er gesagt, naja, die müssen wir auf alle Fälle zurückschicken, die nutzen uns ja nichts. Aber er hat bei sich drinnen in der Arbeit in einer Kiste noch Lager gefunden. Und die würden wohl passen. Ja, also geht's trotzdem weiter. Da hat er noch was Passendes gehabt. Dann ist das soweit. Ich habe heute den Rumpf vom Schlepper gar fertig gemacht. Der ist gründlich gewaschen. Und alles entlackt. Das ist soweit fertig. Jetzt fehlt mir noch das Armaturenbrett. Dann ist der quasi soweit fertig. Na gut, die zwei Streben noch für den Überrollbügel. Aber dann ist der Kram soweit geschliffen. Dann müssen wir noch den Lack bestellen. Müssen wir mal gucken, wie viel wir brauchen. Keine Ahnung, gute Frage. Wie viel Liter habe ich letztes Jahr gebraucht? Also ich schätze mal 5 Liter grün werden es gewesen sein. Weil viel in die Luft ja leider Gottes weggeht und daneben fliegt beim Sprühen. Aber mal sehen. Das müssen wir jetzt da noch bestellen. Und dann wird es langsam. Dann wird er auch wieder fertig. Und dann kann es wieder losgehen mit dem Zusammenbau, wenn die Teile lackiert sind. Dass aus dem alten Ding dann wieder ein ganzer Schlepper wird. Ja, so als Ziel habe ich mir jetzt gesetzt, dass er bis zum 19. September fertig ist. Mal gucken, vielleicht klappt es ja. Mich würde das freuen. Dann hätte ich mir da ein eigenes kleines Geschenk gemacht. Ja, mal gucken. Wäre ja nicht schlecht. Man wird sehen, was die Zeit jetzt bringt. Und dann wird das. Und wenn wir gerade hier draußen sind, ich habe ja gesagt, ich habe mir Zaunpfähle gekauft. Die stehen da drüben vor der Garage. 20 schöne Zaunpfähle für mein Schweinegehege außen. Die Isolatoren liegen drin, das Zaungerät, die Litze liegt in. Ja. Und wenn ich unten am Kramen nichts mehr weiterzumachen habe, weil lackieren, da brauche ich erst die Farbe. Und das überlasse ich wahrscheinlich meinem Vater. Ich bin, ja gut, das Auto hier habe ich lackiert. Das geht schon irgendwie. Den Anhänger habe ich lackiert, das hat auch funktioniert. Aber das ist eine Arbeit, die überlasse ich ihm. Das kann er doch ein bisschen besser wie ich. Schaut das Ergebnis doch besser aus, wenn man sich den KL300 anschaut. Also mein Auto, das war ja eh Stumpfmatte, Kunstharzlack. Der ist, ja, ein bisschen wie Sandpapier. Ja, ich bin kein Lackierexperte. Ich habe auch die falsche Lackierpistole gehabt. Wir haben jetzt eine gute, eine SATA unten. Die habe ich ja letztes Jahr schon gehabt für einen anderen Krame. Aber das überlasse ich dann dem Vorher. Das mache ich nicht selber. Das ist mir das Risiko zu groß. Also da kann ich viel versauen. Lackieren ist ehrlich gesagt nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe. Das Schleifen macht mir Spaß. Obwohl das Lackieren auch schön ist, wenn man dann sieht, was dann wieder für Farbe drauf ist. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt fertig geschliffen habe, dann werde ich mein Schweinegehege unten bauen. Gestern habe ich mich mit meinem Tierarzt unterhalten. Die vom Veterinäramt haben mir jetzt gesagt, stell halt mal einen Zaun auf, sage ich, wie viel Abstand muss ich halten? Halben Meter, Viertelmeter, ganzen Meter, zwei Meter? Ja, die Vorschrift war sie jetzt da nicht auswendig. Stell den mal auf, das wird dann schon passen. Na gut, gestern habe ich mich mit meinem Tierarzt unterhalten und der hat dann gemeint, naja, normalerweise einen Meter. Ja, jetzt muss ich auch mal gucken. Entweder ich mache dann wirklich den Meter, das ist ja nicht übertrieben, dann haben die Hühner quasi so ein wenig einen Teil, wo sie flüchten können. Und ich habe gleichzeitig dann für die Schweine einen abgesperrten Bereich, dass die mir nicht nach außen an den anderen Zaun können. Und dann sind wir da auch auf der sicheren Seite. Gut, jetzt lade ich aus. Dann verfahre ich heute noch schnell meinen Mist. Und dann geht's weiter. So, nun ist schon wieder Donnerstagmorgen. Ja, aktuell 9 Uhr. Ich habe gerade meinen Rundgang bei alle Viecher gemacht. Hühnerstall ausgemistet, Pferdestall ausgemistet, Mistverfahren, Futter aussortiert, was ich gestern geholt habe. Und bin jetzt da soweit fertig. Ja,
Und nur mal zum aktuellen Stand beim Krame. Den habe ich ja gestern Abend fertig bekommen. Den Block da mit Schleifen. So sieht der jetzt aus. Was jetzt da noch gemacht gehört, am Batteriehalter ist da ein Loch. Da werde ich ja mal noch ein wenig schweißen, das werde ich noch ein wenig ausbessern, dass es nicht so groß so ausschaut, wenn man schon dabei ist. Und dann wird der zum Lackieren fertig. Ja, ansonsten, was passiert jetzt aktuell noch? Wir haben uns die ganzen Unterlenkerkugeln nochmal angeguckt. Tja, und was soll ich sagen? Die sind alle ausgeklappert, das hätten wir vielleicht vorher gucken können. Also das war die neue. Die lässt sich schön stramm da innen bewegen. Also da wackelt nichts, die ist stramm da innen. Die da oben. Ausgeklappert. Die habe ich abgesägt, weil ich die ja neu haben wollte. Selbe Spielchen, ausgeklappert. Und die auch ausgeklappert. Ja, gut. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir sie neu. Die eine, die noch gut ist, die bleibt. Zwei hat er gestern bestellt. Und jetzt haben wir festgestellt, na, jetzt brauchen wir halt noch einmal zwei. Mein Gott, so ist das halt. Hilft nichts. Müssen wir uns halt einmal dran machen. Dann wird das schon wieder. Die Pleuellager, weil ich euch das zeigen wollte. So schauen die aus. Das sind die mit Kragen, das ist ein 0,25er, ein altes. Ja, wie gesagt, die haben hier oben diesen Rand dran und die, wo wir bestellt hatten, haben das leider nicht. Die gibt es ja so nicht mehr, die würden wie gesagt von einem anderen Motor passen, aber wenn das Lager 500 Euro kostet, ne? Ja. Jetzt ist es so, jetzt hat er gemeint, ich soll mal die Kurbelwelle vom KA15 einpacken, wo ja Hauptlager drauf gehörten, und soll die auch mal einbringen. Die will er dann einmal komplett vermessen. Will er mal durchgucken. Und ja, dann wird entschieden, ob man die dann eventuell nimmt oder nicht oder wie auch immer. Ja, müssen wir mal gucken, die muss ich dann einpacken, und wenn ich heute auf die Arbeit fahre, dann bringe ich mir das mit. Und dann gucken wir mal, dass das auch was wird. Ansonsten, das erste Teil vom Schlepper vom K15 ist jetzt quasi bei eBay drin. Da habe ich einen Interessenten. Den Schaulochdeckel auf dem Motor nebendrauf. Dieser Metalldeckel, wo der Öleinfüllstutzen und der Ölmessstab drin sitzen. Da habe ich einen Interessenten. Dem muss ich dann noch die E-Mail-Adresse schreiben. Und dann ist das Ding schon verkauft. Das wäre das erste Drum, was dann einmal weg ist. Wie gesagt, also, weil ich jetzt wieder gefragt worden bin, ob ich lauter neue Krame richten tue, natürlich nicht. Ursprünglich war mal geplant, dass ich mir den K15 hier wieder zurecht mache. Aber das hat sich halt nichts Passendes ergeben, nur einen Motor habe ich nicht gefunden. Und jetzt hat sich die Gelegenheit halt ergeben mit dem Hydraulikschlepper, quasi mit dem KA15. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich gesagt, der hier wird fertig gemacht. Der hier, die Einzelteile werden dann verkauft. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ach so, Farbe holt er heute. Die hat er heute bestellt. Die kommt drinnen über so einen Kfz-Zulieferer. Da machen wir wieder dieses Dural mit 2K Acryllack. Das mal mit passender Grundierung. Beim Kramer haben wir oben Kunstharzgrundierung genommen und den Acryllack drauf. Hat funktioniert, also überhaupt kein Problem. Das funktioniert auch. Ist kein Problem, geht normal, aber einfacher ist es doch mit einer Acrylgrundierung dann quasi. Und die kommt jetzt dann drauf, dann wird das alles schön. Und dann habe ich da wieder einen richtig schönen, klasse Schlepper. Der steht dann auch wieder sauber da, habe ich dann auch kein Problem. Hier gehört jetzt dann die Lenkung vorne noch kontrolliert, weil hier drüben habe ich meiner Meinung nach ein wenig viel Spiel drin. Hier ist weniger. So sollte das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was da in defekt ist. Vielleicht ist bloß eine Schraube locker oder was. Das gehört halt auch noch aufgemacht und nachgeguckt. Und dann gucken wir mal. Bloß wie gesagt, das muss alles gemacht werden vor dem Lackieren. Danach, wenn es dann wieder, dann kannst du wieder nacharbeiten. Das will man ja auch nicht.
Vorher kontrollieren, gründliche Arbeit machen. Wie gesagt, vielleicht klappt es ja mit dem 19. Das wäre natürlich spitzenmäßig. Also den 9. jetzt, den Sonntag, habe ich schon mal ausgeschlossen. Das wird definitiv nichts mehr. Also selbst auf Biegen und Brechen keine Chance. Nee, aber dass das so langsam aber sicher wieder schlimmer wird. Ich möchte ja damit was arbeiten und jetzt gerade, wenn es in den Winter reingeht, will ich den haben. Dafür war der eigentlich immer optimal. Also der eigentlich. Und dann möchte ich den wieder haben. Ja. Gut, soweit hier unten. Beim Schweinezaun bin ich noch nicht weiter. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich mache erst einmal den Schlepper hier fertig. Dass der komplett fertig ist, dass der aus der Halle raus kann, weil ja die Kehrmaschine noch gemacht werden muss. Und beim IHC müssen wir den Massenausgleich innen kontrollieren. Und ja, da brauchen wir hier eine freie Halle. Die Schweine kommen erst auf Anfang Oktober. Also habe ich ja noch gut 4 Wochen Zeit. Na, nicht mehr ganz, aber es ist noch mehr Zeit. Den hier, wenn ich raus habe, dann haben wir hier mehr Platz. Ich meine, ich will jetzt demnächst ackern, ich will demnächst jetzt die Kartoffeln graben, ich möchte Mist streuen. Wir müssen säen, eventuell kreiseln, das kommt darauf an, wie feingrümlich der Boden ist. Vielleicht geht es mit dem Kultivator drüben. Normalerweise funktioniert es meist mit dem. Das muss man auch erst sehen. Aber wie gesagt, da muss man halt einfach mal ein wenig Gas geben, dass vorangeht. Das hat ja keinen Sinn sonst. So, und das gute Stück hier soll ich nachher in der Arbeit vorbeibringen. Die will er dann auch mal vermessen und dann kann er mir sagen, was dann quasi günstiger ist oder was besser ist. Und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, ich will es halt gescheit haben. Wenn man es macht, dann macht man es auch mal richtig. Und ich möchte eigentlich, wenn er fertig ist, die nächsten 50 Jahre im Bulldog nichts mehr außer Ölwechsel machen müssen. Es ist so. Abschmieren und Ölwechsel. Kühlwasser wechseln oder so. Aber dann muss Schluss sein. Also noch einmal den Motor in die nächsten 50 Jahre zerlegen, habe ich eigentlich keine Lust. Weil jetzt, wenn ich den Lack frisch mache und alles, das hält ja normalerweise. Ich, wenn ich überlege, der Karl 300, der ist letztes Jahr frisch gemacht worden. Den, wenn ich jetzt waschen tue, der schaut wieder aus, wie wenn ich ihn letztes Jahr frisch aus der Halle rausgefahren hätte, wie aus dem Ei gepellt. Und ich meine, wenn man sie pfleglich behandelt, die alten Schlepper, dann geht es länger. Aber das ist halt alles immer so eine Sache. Mal schauen. Ich hoffe, das klappt. Und dann wird das. Jetzt bin ich schon wieder gefragt worden, welcher Mähdrescher, ob ich denen da mal zeigen kann. Also, bevor ich jetzt wieder 100.000 Mal schreibe, schaut doch einmal im Hofrundgang bei 100 Abonnenten, was ich damals gemacht habe, oder besser gesagt bei dem Nachtrag. Schaut halt einmal da rein und guckt. Da habe ich eine gezeigt. Eine mähdresche Vorstellung mache ich jetzt aktuell auf jeden Fall nicht. So viel ist gewiss. Aber nachdem immer wieder die Bitte kommt, ach zeig nicht. Bitte schön. Das habt ihr nicht gesehen. Nee, natürlich nicht. Spaß beiseite. Also eine Vorstellung machen wir nicht, aber das ist unerer. Wie gesagt, ist ein Fahrer M57-77. Der ist aus 2 Mähdreschern zusammengebaut. Der Schneidtisch stammt vom M77. Der Mähdrescher hinten dran ist ein M57. PS-Leistung ist unbekannt. Das weiß keiner so genau, weil der etwas, ja, man könnte sagen, frisiert worden ist, aufgedreht worden ist. Das war ein Maisdrescher, der hatte eigentlich vorne ein Maisgebiss dran. Und deswegen hatte der ein bisschen mehr Leistung. Ja. So schaut das Ding aus. Schön Freiluft. Da juckt es nach dem Gerstedreschen abends immer richtig schön. Jetzt aktuell ist er für den Winter eingemottet. Also da passiert jetzt im Moment gar nichts. Also wer drauf hofft, ich fahre den jetzt raus oder... Ne, da muss ich euch enttäuschen. Heuer nicht. Das kommt erst im nächsten Jahr. Für dieses Jahr ist Schluss, das reicht. Nach dem Brand habe ich beim Brand habe ich eine ja rausgefahren hier aus der Halle. Habe eine rausgeholt, aber noch einmal kutsche ich den jetzt nicht raus. Der ist, wie gesagt, jetzt die Batterie draußen. Die steht oben in der Maschinenhalle mit. Die
Der Schneidisch vorne ist aufgebockt auf Hölzer, dass er dann am Boden aufliegt und zusammenrostet. Und ja, so steht er jetzt bis in den nächsten Sommer rein, bis er gebraucht wird. So lange tut sich jetzt hier auf jeden Fall nichts. Ja, der Drescher hat hinten einen Häcksler dran zum Runterklappen. Einmal das Streublech, könnte man so nennen. Und der Häcksler ist jetzt aktuell reingeklappt. Da sieht man natürlich jetzt wieder gar nichts. Das sind die Messer vom Häcksler. Der ist jetzt, wie gesagt, hochgeklappt, dass er hier schön reinpasst. Da oben haben wir die Schüttler. Ja, wie man sieht, die haben wir auch schon schweißen müssen. Die sind alle rausgebrochen gewesen. Ich meine, wenn man überlegt, der ist Baujahr, ich weiß jetzt gar nicht, 75 oder irgend sowas in den Dreh. Müsste ich wieder nachgucken. Die waren halt alle durch, ja, geschweißt worden. Hält wieder, funktioniert wieder. So wie das halt muss. Ja, den Motor hat er verbaut, den F4L912, glaube ich. Müsste ich jetzt drauf gucken. Auf alle Fälle den Deutz Vierzylinder. Und ja, die PS-Leistung, wie gesagt, wissen wir nicht genau. Baujahr ist der Drescher 1975. Genau. Typ M57. Zulässiges Gesamtgewicht 4,5 Tonnen. Der große Vorteil an den Drescher, wenn es recht nass ist, der bleibt nicht ganz so leicht stecken wie die anderen. Ja, und dann läuft das. Deswegen waren wir letztes Jahr eigentlich mit dem Ding im Dauereinsatz und viel unterwegs, weil viele mit den großen Dreschern nicht reingekommen sind, weil die Felder alle zu nass waren. Und dann sind mir oft gerufen worden, ich meine, gut, es ist nicht so, wir fahren uns schon auch fest mit dem Ding, das haben wir auch geschafft. Aber es ist lange nicht so dramatisch wie bei einem 22 Tonner Mähdrescher oder selbst der kleinere mit 10 Tonner oder was, fährt sich deutlich schneller fest wie das Ding da oder mit 4,5 Tonner Maximalgewicht. Also ist schon ein Unterschied. Ja, der Vorgänger von dem, das war auf Bautz TS600, glaube ich, war das. Mit einem Eigenbauhäcksler hinten dran, mit richtig Power. Ja, und dann kam der. Der Drescher da hat früher 150 Hektar gedroschen. Ohne weiteres. Naja, dann ist es immer weniger geworden, immer weniger. Naja, und für unsere Fläche mit unserer 2,71, die wo wir jetzt haben. Und selbst wenn ich jetzt da unser anderes Feld da draußen mit habe, das sind 3 Hektar. Also, größer wie das brauchst du nicht. Das ist 3 Meter Schneidisch da vorne drauf. Der reicht vollkommen. 2 Tonnen Fassungsvolumen oben im Kannertank. Ja, und so schaut das Ding aus. Halt wie ein Mähdrescher, ne? Gut, jetzt habt ihr nicht gesehen. Mehr gibt es da dazu nicht zu sagen. Da wird es einmal dann ein Abonnentenspezial geben. Da gucken wir mal. Irgendwann einmal. Also bei 5000 mache ich dann den Kramer höchstwahrscheinlich. Dann gibt es ein 10.000er. Und ja, da gucken wir mal. Vielleicht 15.000 oder so. Auf jeden Fall nicht im Winter. Das ist jetzt schon klar. Da wird er nicht rausbewegt und jetzt sowieso nicht. Vielleicht irgendwann nächstes Jahr im Sommer, wenn er sowieso mal in den Einsatz kommt, da lässt sich das einrichten. Da schauen wir mal, bei wie vielen Abonnenten das wir da sind. Ich habe noch genug andere Fahrzeuge zum Vorstellen, so ist es nicht. Es gibt da, wie gesagt, noch den KA15. Es gibt die Kehrmaschine, es gibt mein Auto, es gibt... Lasst mich mal überlegen, was hätten wir denn noch anzubieten. So, den Bagger, den Kettendampe, wenn ihr wollt. Nee, der Mähdrescher, wie gesagt, der steht hinten an. Das kommt dann ganz zum Schluss, das machen wir jetzt auf keinen Fall. In diesem Sinne und mit diesem schönen Hintergrund da, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen jetzt dann ein schönes Wochenende. Bei mir ist Donnerstag, ich werde heute nicht mehr viel machen. Wie gesagt, ich fahre meinem Vater später das Zeug noch auf die Arbeit neu. Aber da gibt es nicht wirklich was zu sehen. Und ich werde das Armaturenbrett heute noch zerlegen, die ganzen Elemente rausbauen, die ganzen Armaturen, Geräte anzeigen. Und dann ist der fertig.
Dann wird das noch abgeschliffen. Ja, was da noch fehlt, das ist halt die Teile, die Streben vom Überrollbügel vom K15 müssen noch raus. Die brauche ich im KA15 wieder. Wir sind in der Landwirtschaft, da hast du die BG, brauchst du. Also das muss ich noch ausbauen. Und dann geht es eigentlich schon mit dem Lackieren wieder los. Ein paar kleine Kleinigkeiten sind noch zu machen, das überlasse ich aber mal vor der Lenkung einstellen und. Was halt jetzt da noch so ansteht mit dem Spiel drin, ob da eine Lache kaputt ist oder was, ist durchaus möglich, da soll man noch gucken. Wie gesagt, wenn, da mache ich es jetzt gleich gründlich und dann passt es. Ich sage auf alle Fälle trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche jetzt nochmals ein schönes Wochenende an alle. Hat mich gefreut, dass da wieder alle dabei wart. Ich freue mich wieder auf ein paar schöne Kommentare. Immer schön zu lesen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich dann am Dienstag um 16.30 Uhr weiter. Ich weiß nicht, 16.30 Uhr am Dienstag, ob wir bis dorthin die Kartoffeln schon raus haben. Wenn das nicht, dann aber höchstwahrscheinlich ein kleines Video am Sonntag Schleppertreffen in Altenploß. Da fahre ich hin und das gucken wir uns an. Und da muss ich mal überlegen, entweder mit dem Kramer oder mit dem IHC, irgendeinen von beiden. Mal gucken heuer. Auf jeden Fall, wenn die Kartoffeln nicht kommen, dann kommen Bilder da davon und dann seht ihr das. Gut, in diesem Sinne. Servus.